Ja, scheiß balanciert Zerstörung. Eine gute Wehrherstellung, das geht dann auch. Man kann ja ständig Skelette Oder man mit holt sich den Sperk-Mod und stellt so ein, dass gewisse Dinge dann. Naja. Durch jede Quest kann man dann auch ein paar random Skill. Also. Random Skill, ey? Nicht Skill. Ja, doch Skill-Punkte bekommen. Hast zum Beispiel eine Quest, dann kann es passieren, dass du plus 1 auf Zerstörung kriegst. Okay, jetzt chill. Dann jetzt zu. Oh Gott, jetzt. So, Portal hoch. Ich musste erstmal Wörter überlegen. Das ist schon der Bösewicht. So, Susa, Zasusia lan. Oh Gott. Mein Papi ist tot. Ja, das ging schnell. Also, ich habe Portal aufgestellt. Wie, das Skill ist not ready. Von Kaltrang saufen. Wo ist der Fiesing? Der ist hier nichts. Oh nein, nicht schon wieder. Verdammte Feuerbälle, die ihr schmeißt. Das ist meine Schriften. So, noch mehr Zeug. Herzlichen Glückwunsch, Hoppy, du liegst in Führung. Kalderos, wir haben Leute besiegt. Du hast den Priester vernichtet. Das war ein Priester? Ja. Priester begehen, Priester, das, oder? Das ist vollbracht. Der war schon tot. Level up, buh. Yay. Mein Meister wird erfreut sein für deinen Dienst. Verleihe ich dir diesen Schlüssel. Irgendwie wollte ich gerade Schädel lesen. Nur weil ich Nasumi in der Hand halte. Mhm. Er ist der einzige Weg, um uralte Orte dieser Welt aufzuschließen. Was meinst du mit uralten Orten? Ja, viele Tore wurden vor langer Zeit durch inzwischen verlorene Mächte verschlossen. Die Tore vor dir waren durch solche Mittel verschlossen. Das Ding! Tor der Qual! Mhm. Mhm. Aber ich muss dich warnen, der Schlüssel wird zerstört, wenn er einmal benutzt wurde und die Tore bleiben nicht lange offen. Bist du einmal drin, führt der einzige Weg hinaus am Hohen Vollstrecker vorbei oder durch den Tod. Wer ist der Hohe Vollstrecker? Kamos, er war der Akuvianer, der für Roborux Folter beauftragt wurde. Jetzt wird er bis in alle Ewigkeit leiden. Ah. Ich habe noch mehr Fragen. Was liegt hinter diesem Tore? Hatten wir es nicht gerade schon? Nee. Diese Tore wurden von Uroboruk selbst verschlossen, nachdem er die Akuvianer zu ihrem leblosen Schicksal verdammt hatte. Hinter ihnen befindet sich die Akuvianer, die er zu einem ewigen Leiden verflucht hat. Nur ein Bruchteil der Folter, die sie ihm angetan hatten. Du musst vorsichtig sein. Die Gefangenen verfluchten. Dort unten werden eine weitaus größere Gefahr darstellen als alles, was du bisher in diesen Hallen gesehen hast. Also erst mit Level 100 runtergehen. Wer ist Uroboruk? Er war ein großer Gelehrter und Meister der nekrotischen Künste. Seine größte und schrecklichste Errungenschaft war, dass er die Gier der Akuvianer nach Unsterblichkeit gegen sie wandte. Ja, das, ne? Muss man auch was machen. Das ist dann schuld. Was mache ich mit dem Skelettschlüssel? Bestimmt nicht Dr. Nall zurückgeben. Nein, nein. Er wird viele uralte Tore öffnen, einschließlich das vor dir. Aber Vorsicht, der Schlüssel wird zerstört, sobald er einmal benutzt wurde. Und die Tore werden sich sofort hinter dir schließen. Also, das ist der Skelettschlüssel der Skoll-Serie besser. Kann ich nicht den benutzen? Nein, checken. Bist du einmal drinne, führt der einzige Weg, ja, entweder Vollstrecker oder unser Tod. Aber den können wir ja immer wieder herstellen. Wir haben ja ein Bauchland für bekommen. Oh, das ist aber lieb. Ja. Wer ist der hohe Vollstrecker? Alkamos. Hast du schon vorgelesen? Schon. Wir brauchen noch Kaffee, Blut, Eichenstaub und Ektoplasma, um den herzustellen.
Was war der Zweck der Stufen der Folter? Es war ein Ort der Qualen und lebenslangen Gefangenschaft für jene, die die Akuvianer für ihre perfekte Gesellschaft als unwürdig aussahen. Am Ende diente er als Gefängnis für alle Nekromanten mit akuvianischer Abstammung. Und warum dienst du eigentlich Balrog? Ich habe geschworen, ihn zu beschützen, sogar im Tod. Er hat sich als äußerst interessanter Begleiter in meinem Nachtleben bewiesen. Okay. Das klingt falsch. Ja. Aber gut, manche Leute sind halt so. Ah, neue Der Komponente, Rolle. Skelettschlüssel. Wenn man den Geschichten Glauben schenken darf, öffnet dieser Schlüssel nahezu jedes uralte Tor, aber nur ein einziges Mal. Einmal pro Tür. Ah, neue Komponente, Olerons Ketten. Die zerbrochenen Ektoplasma Ketten. habe ich gerade aufgebraucht. Die zerbrochenen Ketten, die früher einmal die Wut der Gottheit Oleron enthielten. Plus 3% der volle Schadenstypen, plus 6 Angriffsqualität, plus 1% Angriffsqualität, 6% kürzere Gefangenschaftsdauer. Okay. Das ist den Schattenstachelvollstrecker. Ach, das soll eine Waffe sein. Das ist eine Knarre. Sah aus wie so die Lichtschwerter aus Star Wars zuerst. Ja, und ich habe Zartulisans Schriften. Hab ich auch. Zartulis. Gut. Der, den sie Uroboruk nennen, verspottet die Götter. Die hohe Ja. Vollstrecker schnitt an seinem Fleisch, aber die Wunden wollten nicht bluten. Seine Gliedmaßen wachsen nach. Seine Haut ist gegen Feuer unempfindlich. Ich glaube, es ist für mich an der Zeit, in diesem abscheulichen Ort hinabzusteigen und mich selbst um den Ungläubigen zu kümmern. Wir werden sehen, wie er auf das reinigende Feuer des Göttlichen reagiert. Rappis Naja, Charakter kommt dazu. ja auch vor in dem Spiel. Wer? Was? Wes Charakter? Dein Charakter. Titan Quest, der Ach Göttliche. so. Nein. So toll bin ich auch nicht. Torgewalt. Ach ja, Der Göttliche. ich habe bisher 4 solcher Orte gefunden im Spiel. Also 3 im Hauptspiel und 1 im ersten Add-on. Wofür man solche Schlüssel braucht. Bezüglich der Teile. Man kann dort keine Schnellportale aufmachen. Das heißt, Das heißt, einmal wenn du stirbst, kann drin. ich dich auch nicht zurückholen. Das sind quasi die Egg-Final Legs Dungeon dieses Spiels. Kann keine Portale öffnen, und wenn man tot ist, muss man wieder neuen Schlüssel herstellen, um hinzukommen. Das Tore verschließen sich jedes Mal, wenn man stirbt. Das heißt, man muss immer vorsichtig sein. Wenn man gut ausgerüstet und haufenweise Heiltränke und immer vorsichtig in Kämpfen umgehen. Ich und vorsichtig. Ja. Rappi, please. Gesagt, ich habe bisher 3 in diesem Hauptspiel gefunden, dann im ersten Add und im zweiten, dann habe ich sie ja noch nicht ganz gefunden. Das sind wir da raus. Ja, die Aufgabe ist jetzt abgeschlossen. Rappi will, dass wir vorsichtig sind. Hat man ja Also bei wenn dem Raben diese gesehen, ne? Miese Double für. Kill. Heißt, wenn man diese Orte durchstreifen möchte, dann nur gut ausgerüstet. Auf Level 100. Naja, ich denke 60 oder 70 reicht schon. Apropos Level 100, ich müsste mir mal angucken, ob sich jetzt auch das Level der Sichel des Sparkasse. Kronos in Titan Quest erhöht hat an benötigtes Level, jetzt wo ein neues DLC da ist. Ich denke mal Wehe! nicht. Wehe! Ich denke mal nicht. Abdur, seit wann kannst du Da denn unten hin. denken? Ich habe den Weg nicht gefunden. Genau, hochgehen und ein Portal für dich öffnen. Ich leg noch Zeug. Na, immer vor, wenn du immer nicht draußen bist, mach. Ja, der Raptor-Taxi.
Oder du nimmst mich Huckepack. Na, ja, könnte auch. Ja, hoppe, hoppe, Reiter. Das ist die falsche da durch. Hm, hier mit Käfige da unten. Aber nutze ich Rappi als Pferdchen. Total offen. Aber ich habe schon ein recht cooles Pferd in Skyrim. Ah, aber es brennt hier so wunderschön. Wie gesagt, du kannst auf Grund aussteigen und mit ihm fliegen. Nein. Dann wird er zerquetscht. Ach, bitte. So, Ruin haben wir erschienen bei uns. Schweinchen. Jetzt von OB. Ja, hoffentlich ist es ein Schweinchen und kein Karschweinchen, denn ihre Ohren sind recht giftig. Ah, Level Up. Das ist mehr Kostüm. Okay, Level Up. Für meinen besseren Blutsauger. Level up für den Rappi. Schalalala, schalalala. Und was soll jetzt die Weihnachtsmusik schicken? Ja, ich weiß, hier ist nicht sehr viel zu garantieren. Wow. Mehr als ich gestern hatte. In Baphomets Fluch werden 45 Minuten Krells gelaufen sind. Oh je. Die ganzen, hier, Sponsoren mit Platinum-Member, Gold-Member und Silber-Member mussten auch alle erwähnt werden. Nicht nur die Entwickler. Boah, mussten so viele Leute auch dabei. Das haut erstmal ein Wildschwein auf den Hintern. Ich habe noch nie so viele Namen auf dem Haufen gesehen. Ja, Götz haut ein Wildschwein auf den Hintern. Nicht so, Götz, ist sexuelle Belästigung. Geil, dafür habe ich mir wunderschöne Namen für kommende Baphomets Fluchteile ausgedacht, die es eh niemals geben wird. Warte, warte. War, glaube ich, was Wichtiges in der Nähe. Genau hier. Okay. Pass auf, gefälschte Mine gezeichnet. Wow! Ich wollte gerade lesen! Gesamtschaden wird um 8% modifiziert. 100, plus 100% Elementarschaden, Verbrennungsschaden, Frostbandschaden, Stromschlagschaden und minus 30% Verteidigungsqualität. Oh nein. Was war dieser nett? Immerhin, wir sind jetzt verdammt stark. Und ich fühle mich so müde. Warum sind wir auch wieder ein Wächter, der Dreiecksengötter hier? Zeichnen die auch wieder Runen auf dem Boden, die uns töten? Warum ich nicht? Naja, das war Crow nicht. Das war Crow vor allem. Ja, queer. Der Rabe war's. So, jetzt ist der Wächter. So als Wächter. Oh Mann! Alter, was für ein Giftschaden, ey. Sternenseher. Genau, das ist der Schrein zu Solael. Der verborgene Weg, Solalel. 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 Du bist weit gereist, du hast viel gesehen, suchen da, aber trotzdem blendet dich der Schleier zwischen den Welten vor der tieferen Wahrheit. Dann ziehe ich mir eine Sonnenbrille auf. In der Welt, die wir bewohnen, tatest du dich vorwärts, begierig nach Antworten, die das Kaiserreich und seine Luminari verweigern. Sie halten uns für Ketzer, Anhänger falscher Götter und dennoch kann keiner behaupten, die Macht ihrer Gottheit gesehen zu haben. Ihre Illusionen! Zeige mir die Krüppel, die Mench hier geheilt hat, die Armeen, die Oligron ins Wanken gebracht hat, die Bestien, die Mokdrogen vor der Jagd verschont hat.
Du kannst es nicht, weil sie nicht real sind. Aber die Hexengötter vom Menschen geboren waren aufgestiegen, um uns von unseren eigenen Ignoranz zu befreien. Wenn du bereit bist zuzuhören, werden sie auch dir die Augen öffnen. Okay, ich höre zu. Ich höre nichts. Ja, auch nicht, die sagen mir nichts. Also sind wir wohl. Ah. Ja. Dann, wenn sie uns nicht die Augen öffnen, dann werden wir die Augen geschlossen machen. Okay, das Spiel ist auch sofort blind. Ah, Chicken, das Spiel ist doch schon völlig blind. Ja, aber jetzt so richtig blind, weil sie werden unsere Augen nicht öffnen, weil wir ihr nicht zuhören können, weil sie nicht mit uns sprechen. Also ja. Maus Frust mit einem Schluck trinken. Ja. Du stehst jetzt vor dem Schrein Solaels. Hey, so ist doch mein Zauber. Mir ist gerade aufgefallen, da fehlt unten was. Ich habe eine Fähigkeit verloren, weil ich jetzt anders gekleidet bin. Dem jüngsten der drei. Auf sein Befehl erscheint Feuer, das Wesentliche des unheimlichen Reiches, das er so formt, wie er es will. Ja, und er formt es um meine Füße herum, denn sie brennen. Gekleidet in schwarzer Robe, die seine magere Gestalt verbirgt, gleitet Solaels umgesehen durch den geheimnisvollen Schleier und jagt ahnungslose Sterbliche wegen ihrer Lebenskraft. So manch frommer Solaels wurde gebeten, das ultimative Opfer zu bringen, sich selbst vor den dunklen Gott darzubieten und sein Leben zu opfern, damit Solaels denjenigen, die übrig bleiben, seine unendliche Weisheit schenken kann. Genau, die haben Blutopfer. Du würdiger Suchender hast noch nicht die Aufmerksamkeit der Götter. Aber ich hab doch Blut, und zwar das von meiner kleinen Axt. Das ist so eine Axt, oder? Hm. Ja, Einhand-Axt. Das hier von meiner Axt tropft. Hier ist das nicht Blut genug, um die Aufmerksamkeit der Götter zu erwecken? Nur eines, nicht alle drei. Oh. Ja. Aber du weißt, dass du dich mit jedem Schritt, den du machst, den drei näherst. Reise jetzt ins eisige Land im Norden. Da wird mir jetzt schon kalt. Wo vor langer Zeit primitive Stämme Menhire errichteten. Bewaffnet mit den Worten Solaels und Drex wird sich dir der Weg öffnen. Ja, ich bin auch schon mit Solaels bewaffnet und mit seinem Hexenfeuer. Hab ich nicht auch Drex? Ja, du hast dein Auge. Ich hab Drex Blut. Ich bin mit beiden bewaffnet. Also kann nichts schief gehen. Sagt sie jetzt, und wird dann zugrunde gehen. Ja. Zugrunde gehen, nicht wahr, du merkwürdiger Typ? So leid. Genau, mit dem Dolch, mit dem Blutopferdolch. Ein Blutdolch. Wir wissen Bescheid. Müssen wir nach Norden. Wo ging's denn mal raus? Da. Nein, oder doch nicht? Hä? So öffnen tut er sich nicht. Wo sind wir nochmal reingekommen? Ja, da oben beim markierten Stein, aber ich kann ihn nicht anklicken. Was du da? So. Man muss einfach nur ein bisschen näher gehen, oder beide müssen hier sein. Muss mich dann anschmiegen. Oh nein. Körper von irgendjemandem. Körperkontakt mit einem Stein. Solange es nicht zu intim wird, ist noch alles okay. Oh. Glaube ich, hoffe ich. Sie zerfetzt es alle in Stücke. So, mal hier, da ist Anton, nicht erforscht. Ah ja, was da kommen sie angeflogen. Weil ich zu lange in ihr Nest gegangen bin, oder wie? Ja. Das ist ein trockener Einöde, ey. Und die haben Knochen in ihrem Nest. Ein Knochen, die wie ein X geformt sind. Da drin ist bestimmt ein Schatz versteckt. Ja, meinst du, der ist ein Knochen?
das X markiert doch immer einen Schatz. Ach so. Drei Stunden so, als ob wir den Schatz versteckt haben. War schon Leute anzulocken, sie dann zu essen. Genau. Wollen dann gierige Leute. Sie wollen mich essen. Dann essen. Nur weil ich ein Hühnchen bin. Na. Alle wollen mich immer essen. Ständig. Ja, Ursachen möchte ich gerne Hühnchen. Ah, Power Break. Und noch mehr hellen Monster platt gemacht. Hm. Ja, das ist ein großes Gebiet hier. Ja, so ein langer Weg nach. Merke ich. Homestead, Vögel fliegen genau. Heute tief. Es wird Regen geben. Das wird ein langer Weg nach Homestead. Bin gespannt, ob die Leute in der im Gefängnis bis dahin aussagen können. Nicht, dass verhungern. Sind da umsonst hingelaufen? Nee, die verhungern alle. Ja. Mistborn-Krieger. Alle verhungern sie und Lutral, die Verlassene. Genau. Wir erlegen sollen. So, Lothar, aber. Ja. Grover irgendwie tot. War bestimmt. Heldin. Rosellator hier. Ich habe auf einmal nur gesehen, dass ich nur mein Irrlicht hatte. Kannst du nicht mitkämpfen, Irrlicht? Nein, das Irrlicht geht nicht. Ist nur zum Beleuchten, nur wandernde Glühbirne. Oh, noch ein Monster. Wow. Aber die ist ich wollte es wissen. Ist nicht bescheuert, dass sie teleportiert. Haben auch schon gesehen. Ah, was noch Monster hält. Ja, ich komm. Mann. Das sind die Berge der Monsterhelden. Mein Name ist Mintai. Oh, wie viel habe ich denn noch? Das ist auch schon recht voll. Mir schon fast voll.